Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinen Update-News vom 28.12.2016. Tja, und wieder einmal haben wir auf die Mustangs gewartet und wieder einmal kamen sie nicht. Menno! Ja, was gibt's denn dafür? Silvester gibt es und überall in Jorvik sind Pop-Up-Stände verteilt mit Silvesterkleidung und auch mit einem neuen Abendkleid für Silvester. Ja, schaut doch mal da vorbei. Die stehen überall rum in Moorland, in Fort Pinta und an den bekannten Orten, wo sie halt immer so rumstehen. Gleichzeitig gibt es auch das Silvesterfeuerwerk. Ihr könnt Raketen kaufen und diese zünden. Auch hier gibt es in Silverglade und an der Jorvikstall Arena und auch in Moorland bei Tann und bei Loretta verschiedenste Ecken, wo ihr dieses zünden könnt. Ja, und was gibt es noch zu berichten? Neue Pferdeausrüstung gibt es im Einkaufszentrum. Und naja, ich blende euch ein Bild ein. Ich denke, es ist Geschmackssache. Mal gucken. Muss man sich, glaube ich, auf dem Pferd angucken. Ich hatte halt irgendwie, ja, auf Mustangs gehofft und gedacht, das könnte ich jetzt ausstatten. Aber gut, dann eben nicht Mustang ausstatten. Ihr könnt eure Pferde ausstatten, die ihr schon habt. Ja, weiterhin düst Raptor durch Governor's Fall und trällert seinen Weihnachtssong, seinen Weihnachtsrap weiter. Und genauso gehen die Weihnachtsquests in Silverglade weiter beim Ratsmann für die, die sie noch nicht gemacht haben. Und auch die täglichen Weihnachtsaufgaben bleiben uns noch erhalten und ihr könnt da also noch Wünsche einsammeln oder auch Fragmente, die ihr dann in Jalaheim beim Weihnachtsmann zu goldenen Wünschen umwandeln könnt, um dann aus dem Sack Geschenke zu ziehen. Ja, dann gibt es noch zu berichten, dass der Pferdemarkt da ist. Ferdinand und Eddie sind in der Jorvikstall Arena. Reitet doch mal vorbei, vielleicht könnt ihr da helfen. Ja, und das war's dann auch tatsächlich schon wieder von diesem Update. Jo, ich werde jetzt weiter hier mein kleines Welschpony leveln gehen. Und wenn das ausgelevelt ist, gibt's halt einen neuen Lipizzaner, den ich noch nicht habe. Und ja, ansonsten, wenn ihr Lust auf einen Livestream habt, schaut bei meinem Kanal vorbei, denn der wird gleich kommen. Bis dahin, ihr Lieben, das war's von mir. Ja, ich wünsche euch soweit eine schöne Woche. Wuseln wir uns durch die restlichen Weihnachtsaufgaben und zünden wir Silvesterfeuerwerk. Bis dahin. Ciao.